Ja, hallo, ich bin Georg Stürmann, ich bin der Jugenddirigent im Musikverein Glück auf und ich leite unsere beiden Nachwuchsorchester. Genau, wir haben gleich zwei Nachwuchsorchester, damit wir unsere jungen Nachwuchsmusiker sowohl vom Alter als auch von ihrem musikalischen Niveau perfekt bedienen können. Im Orchesterteam bei den Jüngsten geht es etwa in der dritten Klasse los, im Alter von 8 bis 12 Jahren. Fangen die Kinder bei uns an. Hierzu gehört noch gar nicht viel. Manche Kinder, wenn sie starten, sind bei 3 bis 4 Tönen, aber das macht überhaupt nichts. Ich gestalte meine Proben sehr individuell und auch das Notenmaterial gestalte ich für die Kinder, sodass jeder mitkommen kann und Spaß dabei hat. Die etwas Älteren, dann so im Alter von 10 bis 15 Jahren, sind dann im Jugendorchester. Im Jugendorchester spielen die meisten schon seit 3 bis 5 Jahren etwa. Und hier ist natürlich von den Noten schon etwas schwieriger auch möglich. In beiden Orchestern versuchen wir eine bunte Mischung an Musik gemeinsam zu finden. Ich binde die Kinder da auch sehr viel mit ein und versuche auf ihre Wünsche einzugehen. So entsteht eine ganz lebendige Mischung von Filmmusik wie Harry Potter und Fluch der Karibik in der Vergangenheit, bis hin aber auch zu unserem traditionellen Glück auf, das muss auch sein und die Kinder mögen das total gerne. Oder aber auch einfach Weihnachtsmusik oder was gerade so anliegt. Ja, da versuchen wir einfach immer eine schöne Mischung an Musik gemeinsam zu gestalten. Wir versuchen die Kinder in unseren Orchestern bestmöglich zu fördern. Das heißt auf der einen Seite, dass wir eine Kooperation mit der Musikschule Ibbenbüren eingegangen sind und unsere Nachwuchskünstler haben ihren Einzelunterricht an der Musikschule bei professionellen Lehrkräften. Zum anderen wollen wir auch die Kinder finanziell unterstützen und fördern hier den Musikschulunterricht und auch Leihinstrumente durch den Musikverein. In unseren Jugendorchestern kann man quasi alle Instrumente spielen, die auch im großen Blasorchester vertreten sind. Das kann von der Flöte bis zur Klarinette sein oder auch die Trompete bis hin zur großen Tuba, ist bei uns alles möglich. Ja, neben unserem gemeinsamen Musizieren steht bei uns auch im Fokus der Zusammenhalt der Kinder und Jugendlichen. Daher gestalten wir auch jedes Jahr außermusikalische Ausflüge. In der Vergangenheit waren wir zum Beispiel in den Freizeitparks Schloss Dankern oder am Kettlerhof. Auch ein Highlight in den letzten Jahren geworden ist in der Winterzeit ein gemeinsamer Besuch auf der Schlittschuhbahn in Ibbenbüren bei Ib on Ice. Wird eigentlich immer mit vollzähligem Erscheinen der Kinder angenommen und die haben da wahnsinnig viel Spaß und das freut auch uns zu sehen, dass so ein Zusammenhalt der Kinder inzwischen auch gewachsen ist. Wenn Sie oder vielmehr Ihr Kind mal Lust haben, eine Probe bei uns anzuschauen, einfach mal reinzuschnuppern, ist das prinzipiell immer möglich. Melden Sie sich einfach bei uns. Dann können Sie montags 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr zu einer Probe der Kleinen im Orchesterteam gerne vorbeikommen oder 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr ist die Probe im Jugendorchester. Kommen Sie gerne vorbei und ich sage mal Ciao, bis zur nächsten Probe.